Okay Leute, es gibt kein unsichtbares Pokémon mehr, welches uns den Weg in die Arena versperrt. Nix wie rein in die Arena. Die Kämpfe um den 6. Arena-Orden beginnen. Pokémon Arena von Baumhausen City. Von Wiebke anerkannte Trainer Heiko. Dieser Heiko, ne, der ist ziemlich motiviert. Na, wie sieht's aus, Kanscha? Auf dem Weg zum Champ? Immer doch. Wiebke, die Arena-Leiterin von Baumhausen City, ist eine Meisterin im Umgang mit Flug-Pokémon. Sie wartet im hinteren Teil der Arena auf dich, nach den Drehtüren. Sie freut sich immer über neue Herausforderer, denen sie die Flügel stutzen kann. Halt zum Beinbruch, und dies ist kein blöder Spruch. Okidoki, die Trainer hier in dieser Arena haben sich auf den Typ Flug spezialisiert. Ich habe immer noch dasselbe Team. Nein, ich habe nicht dasselbe Team. Ich wollte gerade sagen, ich habe immer noch dasselbe Team aus dem letzten Part. Nein, das habe ich nicht. Mist, ich habe voll vergessen, Formeo auf das Overlay raufzupacken. Sorry Leute, mein Fehler. Dann mache ich das auf jeden Fall im nächsten Part. Ja, Formeo habe ich jetzt nur zum Supporten mitgenommen, wenn ich der Meinung bin, oh oh, es sieht gerade brenzlig aus. Wir könnten unsere Pokebuddies verlieren, die wir in dieser Nuzlocke-Challenge noch benutzen können. Und das sind diese drei Pokémon. Oh, Schwalbos, du hast kein Item bei dir. Das ändern wir mal kurz. Ich meine, gleich geht's ab hier. Beulenhelm. Ja, Normaljuwel. Wir haben Ruckzuckhieb, ne? Ja, damit wir jetzt nicht unnötig Zeit verlieren, gebe ich dieses Item nur für diesen und für die nächsten Parts im Schwalboss. Und dann im Privaten werde ich mir nochmal Gedanken machen. Besser ist es. Ich werde dir den eleganten Kampfstil vom Vogel-Pokémon vorführen. Alles Gleichen. Dann zeige uns mal deine Pokebuddies. Sven, der Vogelfänger. Er fängt direkt an mit Schwalboss. Jetzt bin ich auf das Level gespannt. Ich denke, eine Attacke würden wir hinkriegen mit Schneggedi Schneckmack. Aber wisst ihr, was blöd wäre, wenn ich Schwalboss verbrenne? Ich gehe davon aus, dass dieses Schwalboss, oh ne, Doppelteam, die Fähigkeit Adrenalin hat. Und ihr wisst ja, was dann passiert. So ein verbranntes Pokémon, oder beziehungsweise ein Pokémon mit einem Statusproblem mit der Fähigkeit Adrenalin macht dann mehr Damage. Obwohl der Angriffswert eigentlich sinken sollte. Echt cool. Aber nice. Doppelteam haben wir gerade ignoriert. Schwalboss wurde nicht verbrannt. Oh oh, Aeroass ist gefährlich. Und wir haben die Attacke ausgehalten. Und wir treffen. Schneggedi Schneckmack, du machst das toll. Weiter so. Noch 4 Level Ups, dann wirst du dich weiterentwickeln. Endlich. Hoffentlich wird uns das gelingen. Panzer Aeron. Also, das lohnt sich schon hier weiterzumachen. Aber was ist, wenn Panzer Aeron irgendwie eine Gesteinsattacke am Start hat? Stahlflügel juckt mich nicht. Stachler. Okay. Ja, jetzt ist es ein bisschen gefährlich. Ich meine, wenn ein anderes Pokémon aus unserem Team das Kampffeld betritt, bekommt es erstmal Damage. Oh yeah. Sehr, sehr schön. Robustheit. Auf Wiedersehen. Sehr gut. Im richtigen Augenblick kam die Verbrennung. Da müssen wir jetzt nicht noch eine weitere Runde durchziehen. Du bist stark. Ja, du bist aber nicht schwach, ne? Gute Leistung. Weiter geht's mit dem nächsten Trainer. Und da ist schon jemand. Aber vorher bekommt Schneckmack definitiv einen Trank. Ich meine, wir sind hier in der Arena. Ich habe 2 Sonderbonbons. Ich glaube, diese Sonderbonbons werde ich Schneckmack geben, wenn es das 36. Level erreicht hat. Ja, warum nicht? Dann können wir es auch sehr schnell weiterentwickeln lassen. Also bevor es down geht, möchte ich schon, dass es sich weiterentwickelt, ganz klar. Ich bin bei Wiebke in die Lehre gegangen, so leicht wirst du mich nicht besiegen. Ja, also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass ich euch leicht besiegen werde, Picknickerin. Mireille? Mireille? Bist du Neile oder wie? Naja, jedenfalls ist das ja jetzt die 6. Arena. Ich erwarte schon anstrengende Pokémon-Kämpfe. Okay, Wablo. Sie hat nur ein Pokémon. Very nice. Flammensturm, gib ihm. Säuselstimme. Oh, mit Herzen und so. Oh, wir wurden nur 3 Kraftpunkte abgezogen. Sehr, sehr schön.
Um ehrlich zu sein, hatte ich vor der Aufnahme überlegt gehabt, was ich jetzt machen soll. Wie soll ich denn hier die Trainer in dieser Arena bekämpfen? Ruheort, nicht schlecht. Ich meine, mit Hariyama ist das jetzt nicht so klug. Schwalboss, nur mit Schwalboss? Ich dachte, das wäre etwas zu monoton. Aber um ehrlich zu sein, sieht das jetzt gerade auch nicht besser aus, weil ich jetzt nur mit Schneckmark die ganze Zeit am Kämpfen bin. Lieber nochmal Flammsturm, falls es Ruheort einsetzt. Ja, okay. So, jetzt müssen wir nur einmal treffen. Und das Ding ist, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich mit Schwalboss jedes gegnerische Pokémon direkt durch eine Attacke KO'en kann. Ich gehe aber davon aus, dass wenn ich des Öfteren mit Schwalboss am Kämpfen bin, ja, dass es dann irgendwie KO'd wird. Du hast mich besiegt und wenn Schwalboss KO'd wird, dann habe ich ein Problem. Ich brauche Schwalboss und Hariyama, definitiv. Die beiden Pokébuddies brauche ich auf jeden Fall. Ah, okay. Nee, lass mal. So ist das jetzt richtig, genau. Ja, nicht schlecht. Wenn ich da jetzt runtergehe, dann bin ich wieder am Anfang. Und das wollen wir nicht. Von hier aus komme ich nicht hoch, also muss ich hier die Treppe benutzen. Oh yeah. Oh, ein Picknicker. Ich glaube, das ist diesmal ein Picknicker. Ah, okay, stimmt. Schnecke die Schneckmark. Du machst das echt gut, Junge. Weiter so. Du bekommst auf jeden Fall einen Hypertrank. Ich glaube, ich sollte mir einige Supertränke kaufen. Es ist unnötig, dass unsere Arenaleiterin Wiebke sich mit dir befasst. Für dich bin ich völlig ausreichend. Okay, dann zeige uns mal, was du so drauf hast. Ich meine, wenn du mich jetzt schon unterschätzt, Nestor, dann ist das ja mal gar nicht respektvoll, wie du an die Sache herangehst. Also heißt das wiederum in deiner Sprache, wenn ich dich jetzt KO, bin ich es würdig, die Arenaleiterin Wiebke herauszufordern oder was ist da los? Pflücker! Oh yeah, okay, Flammkörper wirkt, sehr schön. Dieses Pokémon hat nicht die Fähigkeit Adrenalin, very nice. Und gib ihm jetzt Flammsturm und direkt KO'd, absolut keine Chance. 372 Erfahrungspunkte. Pilipa, ah, da sollten wir auf jeden Fall die Flucht ergreifen, ne? Definitiv, und hier würde es sich sogar lohnen rüber zu gehen zu Schwalboss. Meint ihr Fliegen? Würde ausreichen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich müsste es nochmal angreifen. Ich probiere es einfach mal aus. Also, ich erwarte von Pelipper, dass es die Attacke aushält, weil ich denke, dass es diesbezüglich ziemlich zäh ist. Aber es kann auch sein, dass es KO'd wird. Das Schutzschild wirkt jetzt nicht mehr, weil dies die zweite Runde ist. Heftig. Gegenstoß? Ey, dieses Pelipper ist nicht zu unterschätzen. Direkt Ruxukeep einsetzen, da wir dem Schwalboss. Ja, genau. Das Item Normaljuwel gegeben haben. Aber ich denke, Stahlflügel hätte Pelipper vielleicht auch noch KO'd. Aber, naja, ich sag mal so, wenn es Fliegen aushält und Fliegen ist eine starke Step-Attacke. Nee, vielleicht hätte Pelipper Stahlflügel doch ausgehalten. Wiebke, ich habe verloren. Und nun, darf ich noch hier als Trainer unterwegs sein? Wiebke ist nicht nur stark, süß ist sie nämlich auch. Jedenfalls ist sie die ultimative Arenaleiterin. Was sagst du? Ich werde rot, unmöglich. Ja, schwimm mal nicht rum. Ui. Krass, das Item von Schwalboss ist jetzt weg. So ist das im Story-Modus. Gewisse Items verschwinden, wenn man sie einmal im Story-Modus benutzt hat. Aber ich möchte schon gerne, dass Schwalboss ein Item bei sich hat. Ah, ich glaube, im Moment habe ich hier nichts Besonderes für Schwalboss. Ich glaube, ich brauche noch einige Parts, um weitere coole Items zu finden. Ich könnte dem Schwalboss aber eine Beere geben. Habe ich irgendeine Beere? Citrobeere, ja, warum nicht? Nein, nicht so! Mist! Ich wollte dem Schwalboss eine Citrobeere geben. Zum Tragen. Einsetzen geben. Alles klar. Gut. Aber ich denke, dem Schwalboss werde ich nochmal zur Sicherheit, kurz bevor wir Wiebke herausfordern, nochmal einen Übertrag geben. Für Freunde von Vogel-Pokémon ist diese Arena das Maß aller Dinge. Als Mitglied der Arena von Baumhausen City darf ich einfach nicht verlieren.
Ja, Leute, um ehrlich zu sein, könnte ich ja auch die ganze Zeit jetzt ins Pokémon Center gehen. Ne? Oh, Björn, okay. Dann könnte die Pokéball designen. Oder ich würde das Video schneiden. Jedes Mal, wenn ich schneide, heißt das, dass ich im Pokémon Center bin. Mist, ich habe vergessen, dem Schneckmack den Übertragen zu geben. Nur ich denke, wenn ich das jetzt drin lasse, ist das unnötig für euch. Und wenn ich das jetzt schneide, ist das vielleicht... Naja, das ist ja jetzt keine großartige Arbeit. Aber ich denke, das wäre dann eine unnötige Arbeit. Deswegen spiele ich den Bruder Kanscha während den Parts. Ich glaube, das ist überhaupt nicht verkehrt und schlimm. Ich setze mal Kraftreserve ein, würde es ausreichen. Oh nein, Triplette. Reicht das aus? Okay, nice. Ich dachte schon, ich mache jetzt gerade einen blöden Fehler. 1104 Erfahrungspunkte. Die Bürde war doch etwas zu schwer für mich. 1280 Pokédollar. Ich hoffe, es gibt noch einen weiteren Trainer, bevor wir Wiebke herausfordern. Das wäre echt super. Ja, sehr schön. Da ist noch ein Trainer. Sehr, sehr gut. Weil ich gehe davon aus, dass jetzt Schneckmack im nächsten Kampf das 36. Level erreichen sollte. Okay, von hier aus können wir logischerweise nicht rein, aber von hier aus. So schaut's aus. Komm her, Trainer. Er hat sich umgedreht, aber er hat mich dennoch erkannt. Im Namen aller Trainer, die vorwiegend Vogel-Pokémon einsetzen, gelobt ich hiermit feierlich, dir einen anständigen Kampf zu liefern. Yo, yo, yo. Genau das wollen wir auch hier. Ein Pokémon, Samia. Cooler Name. Was bedeutet Samia? Hat der Name eine Bedeutung? Jedenfalls ist dieser Name einer der stylischen Namen in diesem Spiel, meiner Meinung nach. Okay, gut. Ein Pelipper schon wieder? Ne, dann müssen wir abhauen. Wieder rüber zu Schwalboss. Ach, Schwalboss hat eben gerade Level 41 erreicht. Ist ja nice. Heftig. Und was ist eigentlich mit dem Pokémon-Ei? Wollen wir mal gleich einmal im Bericht... Wollen wir einmal in den Bericht reinschauen? Würde ich schon gerne wissen, was da gerade Sache ist. Die laufen ja schon seit mehreren Parts mit dem Ei herum. Vielleicht hätte ich... Stimmt, ich hätte einfach mal im Privaten so viele Schritte tätigen sollen, bis da steht, es schlüpft bald aus dem Ei heraus. Mir ist Schutzschild. Pelipper hat Schutzschild im richtigen Augenblick eingesetzt. Sehr schön. Let's go. Volltreffer. Oder kein Volltreffer. Mhm, gut. Aber die nächste Fliegenattacke sollte Pelipper KO'en. Ah, gut. Im richtigen Augenblick Schutzschild eingesetzt. Nach dieser Runde juckt Pelipper Schutzschild nicht mehr. Jawohl, gib ihm. Nice. So, das war's. Ich denke, das war jetzt der letzte Trainer. Ach schade, das hat nicht ausgereicht, um das nächste Level zu erreichen. Im Namen aller Trainer, die Punkt einsetzen, bezeuge ich hiermit, dass du stärker warst als ich und ich und mich auf ehrliche Weise bezwungen hast. Also ich war auf jeden Fall ehrlich. Denke ich. Ah, okay, alles klar, cool. Coole Sache, so geht das. Ja, okay. So, jetzt kommen wir wieder da rein. Schön gemacht. Da ist sie. Okay, dann. Schneggeli Schneckmark. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Wie viele Erfahrungspunkte brauchst du denn noch? 1034. Ah, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich werde dem Schneckmark dann noch 2 Sonderbonbons geben. Mal überlegen, Leute. Ich glaube, ich lasse Schwalboss liegen. Oder doch Schneckmark? Ich glaube, ich lasse Schneckmark liegen. Krass, ich habe die meiste Zeit über mit Schneckmark gekämpft. Und vor der Aufnahme hatte ich daran gedacht, wäre das nicht zu monoton, wenn ich mit Schwalboss kämpfen würde. Aber ich glaube, ich habe daran nur wegen dem Level gedacht. Levelmäßig ist es ja das stärkste Pokémon im Team. 2x Sonderbonbon. Bitte schön, Schneckmark. Level 36. So schauen die Werte jetzt aus. Amnesie? Brauche ich gerade nicht, aber ist eine coole Attacke.
kann der Verteidigungswert von dem Pokémon gesteigert werden. Was auch nice ist. Okay, so, und das sollte eigentlich ausreichen. Okidoki, Leute, let's go. Ach ja, ich bin Wiebke, die Leiterin der Arena von Baumhausen City. Ich bin eins mit meinem Vogel-Pokémon und gemeinsam tanzen wir durch die Lüfte. Wie anstrengend der Kampf auch ist, wir gewinnen mit Grazie. Also stylisch ist sie schon. Und noch etwas merkwürdig. Aber das macht sie ja so cool. Meine Vogel-Pokémon und ich werden dich mit unserer eleganten Choreografie beeindrucken. Oh yeah! Let's go! Okay Leute, der Kampf um den 6. Arena-Orden beginnt. Versus Wiebke. Okay. Wie viele Pokémon hat sie denn dabei? Sie fängt direkt an mit Schwalboss. Sehr gefährlich. Okay, Level 33. Sie hat 4 Pokémon dabei. Heavy. Okay, Schwalboss ist auf jeden Fall faster. Boah. 37 Kraftpunkte verloren. Ah, ich weiß nicht, ey. Ich habe ein bisschen Angst. Die nächste Attacke könnte mich KO'en. Ich riskiere es einfach. Oh nein, oh nein. Ich hoffe, da kommt kein Volltreffer. Kein Volltreffer. Oh, oh, oh. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, warum ich jetzt wieder Flammsturm eingesetzt habe, aber besser ist, ich meine... Ich glaube, dadurch bekomme ich so ein sicheres Gefühl, weil wenn ich schon so viele Kraftpunkte von Schwalboss abgezogen habe mit der Attacke, dann werde ich es definitiv KO'en können. Oh nein, ey, ein Altaria. Ein Altaria, Drachenflug. Mist. Oh oh, das wird jetzt echt gefährlich. Ich gehe mal rüber zu Schwalboss. Eieiei, ich hoffe, es wird jetzt irgendeine Attacke einsetzen, womit es mich nicht direkt angreift. Oh, Erdbeben! Ja, nice! Very well! Wir sollten schneller sein. Sehr, sehr gut! Kein Schutzschild und bitte kein Doppelteam. Und bitte, Schwalboss, treffe Altaria! Ja, schöner Damage, Feuer-Odem. Eieiei, kriegst du das hin, Schwalboss? Ja klar, Schatzi, das kriegst du hin. Oh nein, du wurdest paralysiert. Ist kein Problem, dein Trainer hat im letzten Part an solche Sachen gedacht. Ich habe einige Top-Genesung-Items gekauft. Mach du dir mal keine Gedanken darüber. Ich kümmere mich schon um dich. Let's go, Schwalboss. Die Paralyse muss aufgehoben werden. Was mache ich jetzt mit Schneckmack? Oh nee, Ruheort. Ist ja widerlich. Mann, Feuerodem ist nervig. Vielleicht ist es besser so, dass ich das Top-Genesung-Item verwendet habe, weil vielleicht hätte ich ja nicht angreifen können wegen der Paralyse. So wäre Schwalboss immer noch paralysiert. Oh nee, ey. Und Altaria hätte auf entspannt Ruheort eingesetzt und richtig krass davon profitiert. Jetzt steigt noch der Verteidigungswert drastisch. Das kann ich ja gerade überhaupt nicht gebrauchen. Das machen wir viel zu wenig Damage. Watteschild. Feuerodem, Erdbeben. Was hat es noch so drauf? Ah ja, stimmt, Ruheort. Oh nee, das wird jetzt ein widerlicher Kampf. Das wird jetzt wirklich widerlich, diese Angelegenheit. Hä? Schon wieder? Oh, der Verteidigungswert ist auf plus 6. Das gibt's doch nicht. Ich muss jetzt Folgendes tun. Ich habe doch hier einige Kampf-Items, oder? Genau. Was passiert mit Angriff Plus? Boah, das ist heftig. Okay, gut, dann... Megablock war... Eine mögliche Statusveränderung der Pokémon im Team wird für 5 Runden verhindert. Ach was, auch geil. Okay, wir setzen erstmal dieses Item ein, um den Angriffswert zu erhöhen. Und dann setzen wir das Angriffs-Plus-Item ein. Oder Angriff-Plus? Angriff-Plus oder Angriffs-Plus? Schauen wir uns mal gleich an. Sehr schön, die Citro-Barrel
Hat im richtigen Augenblick gewirkt. Gut, dass wir diese Beere dem Schwalboss gegeben haben. So, wo warst du nochmal? Angriff plus. Ah, okay, alles klar. So. Ja, ich muss mich ja irgendwie aufpumpen. Ich meine, dieses Pokémon ist gerade auf den Verteidigungswert bezogen auf plus 6. Das ist heftig. So, Schwalboss bekommt jetzt nochmal vorher einen Hypertrank. Einfach cool bleiben. In den Videos kriege ich das besser hin, cool zu bleiben, aber in den Streams, in solchen Situationen, ich weiß nicht. Ich sehe auf einmal rot. Als ob irgendjemand auf den Notknopf in meinem Kopf gedrückt hätte. Und dann heißt es Alarm, 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 Alarm. So, fliegen, ich brauche dich. Jetzt können wir mehr Damage machen und einen Volltreffer landen, was wiederum zu noch mehr Damage führt. Oh, heftig. Was, wir haben es direkt KO'd. Wie wichtig sind Kampf-Items, bitteschön. Sie hat einen Panzer Aeron. Okay, da lohnt es sich definitiv, dem Schneggli-Schneckmark einen Hypertrank zu geben. Auf jeden Fall. Weil Schneckmark kann sehr gut gegen Panzererung kämpfen. Ne? Ich denke, das hört sich nach einem gesunden und guten Plan an. Oh yeah, Panzererung, du bist da am Fliegen. Aber ich muss sagen, dass sie echt coole Pokémon dabei hat, ne? Schwalboss, Panzererung, Altaria. Mal gucken, welches Pokémon das nächste Pokémon ist. Also neben dem Typ Flug haben sie noch verschiedene Typen am Start. Finde ich cool. Ist nicht so, dass das die ganze Zeit so ein Flug-Normal-Flug-Normal-Flug-Normal-Pokémon ist. Wir haben bis jetzt Flug-Normal. Ach, schade. Flug-Normal, Flug-Drache und Flug-Stahl gesehen. Stimmt, Pelipper haben wir auch in dieser Arena gesehen. Flug-Wasser. Genauigkeit sinkt. Ah, nice. Diesmal können wir treffen. Robustheit dürfen wir nicht vergessen. Hä? Okay, so wie es aussieht, hat dieses Panzererron die Fähigkeit Robustheit nicht. Boah, ich habe um ehrlich zu sein gerade gar nicht mehr auf die Tätigkeiten von Panzererron geachtet, was nicht gut ist. Sie hat einen Pelipper tatsächlich, Level 33. Da müssen wir wieder rüber zu Schwalboss. Moment mal, meint ihr, das war klug von mir, dass ich mit Schwalboss rausgegangen bin? Ich meine, wir hatten ja dem Schwalboss einige Kampf-Items gegeben gehabt. Ich setz mir erstmal Ruxuki Bein, das könnte ja jetzt Rutschschild einsetzen. Aquawelle. Och nö. Verwirrung. Mann, der Kampf dauert ja ziemlich lang. Keine Sorge, Schwalboss. Du bekommst jetzt erstmal das Top-Genesung-Item, damit die Verwirrung auch weg ist. Nice, oder? Top-Genesung ist so cool. Ruhrort. So eine Sache ist das. Ruhrort, Schutzschild, Aquawelle. Aquawelle ist ja mega nervig. Nicht nur, dass die Attacke guten Damage macht, sondern das Pokémon, welches von dieser Attacke getroffen wird, kann ja auch noch verwirrt werden, was ziemlich, ja, dreist ist. Dreist in Anführungszeichen. Aber das ist halt Pokémon, ist alles okay. Ich meine, so kennt man das Spiel, beziehungsweise so kennt man Pokémon. Und egal, ob man sich darüber beschweren tut oder nicht, so mag man auch Pokémon insgeheim. Schon wieder die Verwirrung. Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt gibt es den Hypertrank. Sehr clever angestellt. Sehr, sehr clever angestellt. Ups. Ja gut, Schwalboss. Oh, der Part wird ja ziemlich lang. Aber Wiebke ist hier tatsächlich nicht zu unterschätzen. Und Formeo haben wir ja auch gar nicht benutzt. Ja, also sobald wir hier rauskommen aus der Arena, werde ich auf jeden Fall das Pokémon-Ei wieder mitnehmen. Und so wie es aussieht, gibt es keine Weiterentwicklung in diesem Part für Schneckmark. Dann kann ich ja Schneckmark auf dem Overlay immer noch lassen. Die Kampfmelodie ist sehr episch, oder? Passt, finde ich, zu den Arena-Kämpfen. Keine Verwirrung, oder?
Aber die Verwirrung gibt es ja auch bei dieser Attacke. Ein Volltreffer? Okay. Mist, Schutzschild. Ich hätte vielleicht einen Hypertrank einsetzen sollen. Aber ich gehe davon aus, dass Aeroas das Pokémon hier KO'n wird. Ich muss jetzt nicht nochmal Fliegen einsetzen. Nice, so Leute, da, na endlich. Wir haben den 6. Arena-Orden im Pokémon Omega Rubin. Gleich in der Tasche. Level 42. Level 38? Ach was, wartet mal. Dann wird es sich höchstwahrscheinlich doch weiterentwickeln. Noch nie zuvor ist mir jemand begegnet, der einen grazileren Kampfstil als ich hat. Tachchen, ich heiße Kansha. Tatsächlich. Es entwickelt sich. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Da ist es. Hammer, ey. Makago, wie es aussieht. Hausbruch. Ui, Hausbruch. Also die Attacke ist schon ziemlich nice. Anwender zerbricht seine Schale und senkt seine Verteidigung und Spezialverteidigung, aber dafür steigen Angriff, Spezialangriff und Initiative stark. Nee, ich glaube, ich verzichte auf die Attacke. Wegen der Initiative. Ah, nicht Hausbruch erlernen. Mann, ich will jetzt in Arena-Orden. Los hier! Sorry, ich war eben gerade ein bisschen abgelenkt, weil bei mir gerade keine Internetverbindung mehr vorhanden ist. In Anerkennung deiner Fähigkeiten überreiche ich dir diesen Arena-Orden. Wundervoll, wundervoll. Federorden. Mit dem Federorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 70, auch die, die du per Tausch bekommen hast. Außerdem kannst du nun die VM-Attacke Fliegen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Und das ist ein Geschenk von mir. Ruheort, wie nett. Mit Ruheort landet das Pokémon auf der Erde, um seinen verwundeten Körper zu schonen. Dadurch kann die Hälfte seiner maximalen Kraftpunkte wiederhergestellt werden. Allerdings solltest du beachten, dass das Pokémon für die Dauer dieser Runde den Typ Flug verliert. Du hast mich besiegt, du willst bestimmt hoch hinaus. Eines Tages wirst du dann erhaben durch die Lüfte segeln. Ja, das habe ich im Gefühl. Und diese Sache mit der Attacke Ruheort, um ehrlich zu sein, habe ich das bis heute noch nicht verstanden. Gut, dass Wiebke das nochmal erklärt hat. Ich meine, dieses Wissen ist sehr, sehr nützlich in den Wi-Fi-Battles. Ach ja, wie wunderbar, Leute. Könnt ihr euch noch vielleicht an den letzten Part erinnern? Wir haben Troy auf der Route 120 getroffen. Und von der Route 120 aus erreichen wir die Route 121. Jedoch hat uns eine gewisse Person nicht durchgelassen gehabt. Da uns ja der Arena-Orden aus Baumhausen City zu dem Zeitpunkt noch gefehlt hat. Aber jetzt haben wir den Federorden. Das bedeutet, wir können jetzt die Route 121 in Anspruch nehmen. Ich frage mich gerade, ob ich nochmal einkaufen gehen sollte. Ich denke nicht, ne? Ich glaube, wir sind bestens ausgerüstet. Ich meine, jetzt so viele Tränke dabei zu haben und immer nur Tränke bei jeder Gelegenheit einzusetzen, könnte vielleicht die Spannung runterschrauben. Okay, hier ist die Route 120. Genau. Die Trainer hier haben wir schon bekämpft. Ein Pokémon haben wir hier auch gefangen. Da haben wir auch schon mal vorbeigeschaut. Hier sollten auch keine Trainer mehr sein. Also den haben wir ja schon bekämpft. Sehr, sehr cool. Hier hatten wir Troy getroffen. Hier war ja noch ein unsichtbares Kecleon. Von Troy haben wir dann das Item Devonscope erhalten. Und genau, mit ihm haben wir schon gesprochen. Das sollte die Person sein, die jetzt gleich hier erscheint. Einen Augenblick. Ach, die Person ist weg. Ach, die Person ist weg, Leute. Ist ja krass. Weil im letzten Part war das so, dass als ich diesen Kollegen hier bekämpft hatte, stand noch jemand hier und meinte, nee, du brauchst noch erstmal den Arena-Orden aus Baumhausen City. Aber gut, darum haben wir uns jetzt gekümmert. Es geht dann gleich weiter mit dem nächsten Part. Ich werde kurz Schneckmack aus dem Overlay rausnehmen und es durch Makago ersetzen. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Part. Tschüssi, Leute.